So, willkommen Freunde, wir zocken heute Tennis World Tour 2 und starten endlich mal den Karrieremodus. Nachdem ich mich das letzte Mal ein bisschen eingegroovt habe, denke ich mal, wir können es einfach mal wagen, mal gucken, wie weit wir kommen. So, wir legen erstmal einen Spieler an. Geschlecht männlich, Statur athletisch, Größe können wir auch so lassen. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier so für Köpfchen? Ja. Ist auch wieder so. Kann man machen, muss man aber nicht. Und wie viele Hautfarben haben wir denn hier? Okay, das ist ein bisschen brauner, das gefällt mir auch besser. Ja, machen wir das mal so. Haarfarbe lassen wir auch so. Was haben wir denn? Nase. Okay, das können wir jetzt alles so lassen. Rechtshändler auf jeden Fall. Rückhandstil. Beidhändiger Rückhand. Stil klassisch. Ja, das lassen wir auch so. Auswählen. Einstellung fokussiert. Eine Art zu stöhnen kann man... Oh, das hört sich schon sehr brachial an. Den nehmen wir. So. Auswählen. Identität. Vorname ist natürlich... Ja, müssen wir erstmal löschen hier. Natürlich Vorname ist Just. Ja, sehr schön. Und Nachname Zwenny. So wie YouTube und wie auch der Twitch-Name. So, wo haben wir ihn hier? Ach, da. Ah. So, zuerst mal resetten hier, würde ich sagen. Genau. Mache ich den ersten Buchstaben groß, dann macht er das automatisch. Z und W und E. So ein N und ein I. Okay. So. Alter 20 ist ein gutes Alter. Wir kommen natürlich aus Deutschland, würde ich sagen. Realistisch abgebildet. Jo, speichern wir auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Saisonbeginn, Jahresbeginn. Turnier, was haben wir hier noch? Shanghai Training, Trainingsevent, Ruhephase. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem Turnier. Damit wir uns mal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. So, was habe ich an Stärken? Kann ich das irgendwie sehen? Sätze pro Match. Runde im Turnier. Na, probieren wir es mal. Karten werden gemischt. Klingt schon mal sehr interessant. Ich hoffe auch, dass das Training und so der Modus nicht zu schwer ist. Aber wir schauen erstmal, dass wir das Turnier gewinnen. Das ist für den Start der Karriere auf jeden Fall immer gut. 1,90 Meter, athletisch. Oh, Kraft. Da haben wir nur 25, er hat 32, er hat natürlich die besseren Werte. Aber egal, soll uns nicht stören. Gespannt. Ich hoffe, er ist nicht so aufschlagstark. Ja, jetzt lassen wir ihn mal ein bisschen laufen. Ah! Netz passiert mir ganz oft. Also hatte ich auch schon im Turniermodus, den ich vorher mal gespielt hatte. Ich denke mal, der Spieler muss sich erst entwickeln, dann wird das besser. Alter Falter, ey. Der spielt nicht schlecht, muss ich sagen. Da müssen wir erstmal ein bisschen drauf einstellen. Spielt ja auch jeder irgendwie ein bisschen anders. Ich finde, der steht ein bisschen breitbeinig da. Liegt ja wahrscheinlich daran, dass er so groß ist. Alter, der schlägt gute Aufschläge.
jetzt ziehen wir mal einen rüber. Oh Mann. Ah, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, ein bisschen weniger Power wäre ganz gut. Boah, ich. Der gewinnt seinen Aufschlag auf jeden Fall mit 1:0 wahrscheinlich. Eieiei. Okay, wenn man natürlich Turnier irgendwie anfängt oder seine Karriere startet und dann gleich alles gewinnt, das wäre ja auch utopisch. Müssen auf jeden Fall aber ein bisschen besser werden. So, was haben wir denn bekommen? Erfahrungspunkte, 150. So, gehen wir mal auf weiter. Wollen wir mal einen Trainingsmodus machen? Was haben wir denn hier? Ruhepause. Okay, ist er denn erschöpft? Ist er, glaube ich, noch nicht. Weiß auch gar nicht, wo ich das genau sehe. Trainertreffen. No, aktuellen Coach ersetzen. Nee, den lassen wir erstmal. Gehen wir auf Trainingsevents. So, was haben wir denn da? Bin mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Ich kenne das so ähnlich von Virtua Tennis. Ah, der war auch gut. Ah, okay. Da hätte ich wahrscheinlich besser zielen müssen. Ah, der war zu doll. Oder müssen wir einfach ans Netz ran? Nee. Ja, die kurzen Schläge kann ich noch nicht. Kann die Powerschläge? Kurzen noch nicht. Gucken. Ja, bei manchen Schlägen kann ich sogar noch lenken. War auch zu weit. Warum auch immer. Ah, der war gut. Okay, ich muss wahrscheinlich ein bisschen weiter zurück dann. Jo. Haben wir auch geschafft. So, Ziel geschafft. Sehr gut. Ja, dann gehen wir ruhig mal. Was haben wir denn hier? Toronto. Wohltätigkeits-Event. Ja, das machen wir ruhig mal. Weil das geht da nicht auf die Weltrangliste. Und wir tun noch was Gutes. Dann wollen wir mal schauen. Ah. Da ist er natürlich mit seiner riesen Tennistasche. Unser Gegner. Alter Falter, der hat Kraft 37. Ich bin bei 25. Da kann ich aber Erfahrung sammeln. Und ich mache gleich einen Aufschlag. Ah, der war zu weit. Love 50. Irgendwie hat er da noch ein bisschen Probleme mit. Aber das kann man ja trainieren, dass er nicht ständig ins Aus haut. So, komm. Ah, schade. Aber die Idee auf jeden Fall, einen Gegner jetzt ein bisschen laufen zu lassen, ist nicht verkehrt. Der hat mehr Kraft. Der kann natürlich auch ein bisschen mehr laufen. Sollte das so sein. Ah. Ich habe noch nicht das richtige Mittel gefunden, um zu gewinnen. Ah ja, es kommt noch. Ja. Das ist noch nicht so ganz das Wahre, was wir hier zocken. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, dass ich jetzt hier gleich rechts rüberziehen kann.
Okay, diese Schnitte kann ich, wenn ich sie rechts rüberschlage, nicht machen und auch nicht links. Also immer, wenn es irgendwie zur Seite geht, dann zieht er die ins Aus. Das ist wahrscheinlich die fehlende Erfahrung. Jetzt mal ein bisschen weiter hinten, aber okay, das macht nichts. Keine Lust, wieder ins Aus zu schlagen. Ja. Man merkt, mein Spieler ist noch total untrainiert. Der hat echt wenig Kraft. Da müssen wir echt dran arbeiten. Also der muss viel ins Trainingslager und sich da hocharbeiten. Ah, das war sehr geil. Das war wirklich sehr geil, weil einfach mal daneben gehauen. Doppelfehler wäre mir mal ganz lieb, dass ich auch mal einen Punkt kriege. Ah, ja, doch mal. Ey, Alter, geil. 15. 30, 15. 30, 50. Sehr gut. Endlich mal ein Fehler. Sehr gut. Wenn jetzt noch einen Doppelfehler macht er, dann tanze ich hier im Kreis. Ja, komm schon. Be Boris Becker. Ach. Zu früh gefreut. 40-50. Aber das Gute ist, das Spiel geht ein bisschen länger. Ich denke mal, das wird wieder bis 6 gehen. Ne, das erste Game, was wir gespielt haben, das war ja nur ein kleiner Satz irgendwie. Ah. Okay. 2-0, ey, ich glaub's ja nicht. Mal gucken, vielleicht können wir auch mal ein bisschen mehr ans Netz gehen. Ja. Keine Chance, ey. 50. Auch nur einen sicheren. Ey, der war aber geil. Geiler Schlag vom Gegner. Ah. Da wollte ich zu viel. Da hatte ich das nicht alles so richtig im Fokus. Ja. Der Typ ist immer noch ein Lauch. Keine Chance. Keine Chance. Ging doch nicht bis 6, ging nur bis 3. Aber okay, war ein Wohltätigkeitszweck. So, was haben wir denn? Klar, man könnte das wiederholen, aber warum, ne? Also. So. Ja, mal Training. Agententreffen und so, das können wir alles noch machen. Aber ich denke mal, wir sollten uns echt ein bisschen mehr aufs Training konzentrieren. Ja. Ja, das ist gar nicht so schlecht mit dem Training, dass man mal so ein bisschen weiß, wo man die Bälle hinhauen sollte. Ja, zu spät. Ja, ich hätte aber gedacht, dass er im Lilanen wäre. Okay, aber ich soll wahrscheinlich das Grüne treffen. Ja, ich muss den Grünen treffen. Das heißt, ein bisschen weiter zurück. Ja, da ist natürlich nichts Grünes und falsche Richtung. Jo, alles klar. Jetzt lila oder? Ah. Das war doch wieder Mist, Mann. Konzentration hier. So will. Ey. Was, wenn du aber zockst? Weil du richtig spielst? Okay, ich hab. Ah, jetzt sehe ich auch, dass ich unten die Poweranzeige habe. Das sind so Dinge. Die müssen sie erstmal eingrooven, wie gesagt. Ziel Misserfolg, ja. Egal.
So, was haben wir denn hier? Wir spielen nochmal ein Turnier auf jeden Fall. Und im Turnier. Man kann das sogar simulieren, dann hat man so eine Art Manager, aber das wäre mir irgendwie zu plakativ. Da würde ich sagen, zocken wir es lieber selber. Weil, was willst du denn da simulieren, wenn du so zu viel schwächer bist als der Gegner? Ja, hier guckt euch das mal an, 40er und 19er. Okay, wir wissen jetzt, wenn wir schlagen, dass wir eine Energieanzeige haben. Wenn wir zu lange drücken, dann geht der natürlich aus. Er spielt mit Schnitt. Ja. 15 Mark. Das ist echt übel, muss ich sagen. Ich denke mal, wir könnten jetzt unseren ersten Punkt holen. Kann man schlagen? Na, so natürlich nicht. Mann, haut er den da wieder ins Aus, ey. Das ist doch ein Witz. Was stimmt denn mit dem Spieler hier nicht? Er ist zwar schwach so, aber... Er muss aber ein bisschen... Bisschen was kommen hier. Ja, und den haut er gleich ins Aus, obwohl der gar nicht so doll aufgeladen war. Ich muss mal wenigstens mal einen Punkt holen oder so. Strategisch oder technisch das irgendwie hinkriegen. Ey. Ich würde sagen, mein Spieler ist noch nicht so weit. Ah. Love 15. Da hätte mir so eine kleine Bäckerrolle gefehlt. Alter. Der spielt echt mega gut. Love 30. Ich habe ja auch so Zahnstocherbeinchen und wenn ich mir angucke, was er hat. Ja. Love 40. So viel kann ich gar nicht trainieren, dass ich den hier... nach oben bringe. Ja. Müssen jetzt auch noch mal ein paar andere Schläge probieren. Ja. Da war zu spät dran. 15 love. 30 love. Mann, 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 ey. Es kann natürlich sein, dass er sich zum guten Netzspieler entwickelt. Das können wir auch gleich mal testen. Uns hier mal ranlässt. Ja. Okay, ich will noch mal einen anderen Schlag probieren. Gucken, ob das funktioniert. Ja, sehr gut. Ich glaube, da hat er auch gar nicht mit gerechnet. Ich habe die ganze Zeit so grottig gespielt. Und jetzt spiele ich mal einen richtig nicen Ball. Und er war natürlich gleich irritiert. Weil der ein bisschen mit Schnitt kam. Ein bisschen mit Effet. Ah. Game, set and match. Ja, wir brauchen die Erfahrung. Wir brauchen die Erfahrung, ganz klar. So. Aber egal, wir spielen noch ein Turnier. Um mal zu gucken, ob wir vielleicht doch nochmal die Möglichkeit haben, jetzt mit dem neuen Schlag, den ich jetzt hier angewendet habe, nochmal ein Turnier zu gewinnen. Geht ja auch immer um Preisgelder und dass man die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln.
Muss ja irgendwann auch einen Trainer engagieren. Der aktuelle scheint ja irgendwie nicht so gut zu sein. Ja, jetzt soll mir gar nicht anzeigen lassen, weil ich zu schnell war. Was er für eine Stärke hat. Ah, sehr gut. Ich glaube, den ersten Schlag mache ich nochmal zurück. Und der zweite, der wird das was. Yo, sehr geil. 15 Love. Love 15. Ja, oder Love 15. Halt, je nachdem, wie man es sieht. Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist mein Gegner, der könnte mir ein bisschen liegen. Auch gut trainierte Arme. Aber der schade, dass ich die Stärke nicht gesehen habe. Der scheint genauso schlecht zu sein wie ich. Obwohl, der war gut. Der war sehr nice gespielt. Respekt vom Gegner, sage ich nur. 15, 30. Ei. Da habe ich mich aber ziemlich verschätzt, muss ich sagen. Ja, ist gut, ist Karrieremodus, kannst ja spielen, wahrscheinlich bis zum bitteren Ende. Ja, das sind aber ganz geile Ballwechsel. Ja, schade. 40-30. Ja, er führt jetzt. Vielleicht holen wir noch einen Juice raus. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht vom Aufschlag wieder irritieren lasse. Ja, lass mich ihn. Ah! Dachte, wir lassen ihn jetzt gerade so ein bisschen laufen. Ah, 1-0. Scheiße. Aber man merkt, es wird schon besser. Es wird schon besser. Jetzt habe ich auch Schlag. Ui. Alter Schwede, das war... War diesmal Süßstoff in seinem Müsli. Wo hat denn die Energie hergehabt? Aber ein nicer Schlag, also. Ah. Ey, wir haben doch so gut angefangen. Was ist denn los? Oh, es hagelt hier. Ah, absoluter Anfängerfehler. Aber wenn man... Scheiße. Wenn man nur das Turnier spielt, also gleich so und dann auf leicht, dann gewinnt man fast immer. Also die ersten Runden auf jeden Fall. Hier im Karrieremodus ist schon ein bisschen eine Nummer härter, muss ich sagen. Kann man wahrscheinlich auch nochmal einen Schwierigkeitsgrad einstellen oder so. Soll gleich nochmal gucken. Kann man Schwierigkeitsgrad ist normal. Was kann man denn noch machen? Ja, okay, normal ist in Ordnung. 15 Love. Ich glaube leicht und sehr leicht. Nee, mach. Wir lassen es auf normal. Ist in Ordnung. Da muss man sich halt ein bisschen mehr reinfuchsen, aber. Ja. Ist ja auch eine Chance, irgendwie besser zu werden. Wenn man alles auch sehr leicht spielt und gewinnt gleich alles, ist ja auch langweilig. Also dann lieber ein bisschen länger brauchen. Schade. Aber
Guter Schlag, muss ich mir merken. 40, wenn der in einem richtigen Winkel passiert, dann ist das richtig nice. Also jedenfalls, wenn er richtig trifft. Ja. Seine Aufschläge sind legendär, da mache ich momentan noch nichts. 3-0, ey. Unglaublich. So, was haben wir denn hier? Alles klar, ja. Das wissen wir auch. Das war die Schläge mit ein bisschen mehr. Das, okay, das war drei Viertel, ja, das hat hingehauen. Okay, da hätte ich links rüberziehen müssen. Da bin ich zu weit nach vorne gelaufen. Also das Training ist schon sehr gut, um wirklich das Timing richtig zu haben für den Ball und auch die Richtung und so. Ja, das haut noch nicht so hin, aber ich bin ja auch noch Anfänger. Ja, super. Jetzt wäre es geil. Ach, blöd, Mann. Jetzt wäre es natürlich geil. Wenn ich den grünen jetzt auch noch habe, wenn ich dann wieder ein paar Bälle irgendwie dazu gewinne. Okay, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich Vorhand spielen und dann links rüber. Ah, da war ich, hätte ich ein bisschen weiter hinten gemusst. Mann. Ah, das war knapp. Ne. Muss hier hinten bleiben. Ja, das. Noch zwei Bälle. Kein gutes Training. Nicht erfolgreich abgeschlossen. Ich weiter so mache, spiele ich bald in der Kreisliga. 3 von 8, ey. So, ich würde aber sagen, das machen wir nochmal. Bisschen Gefühl für zu kriegen. Das lief schon besser. Das war nicht gut. Ah, da muss ich mehr rüberziehen. Abstand hier. Okay, dann weiß ich. Ah. Warte mal, dann versuch's mal mit der Rückhand. Okay, er spielt trotzdem Vorhand. Boah, das war gar nicht so schlecht. Ja. Das war wieder zu stark geschlagen. Ja, irgendwie besser wird's nicht, ne? Nee. Sag mal. Ja, der war gut, aber das hat mir nichts gebracht. Mann, ey, das ist echt noch. Oh, jetzt haben wir ein bisschen was geschafft. Echt übel, ey. Naja. Da trifft man natürlich genau dahin, wo das Grüne ist. Okay, wir spielen jetzt noch ein Turnier und dann machen wir erstmal Schluss. Was gibt's denn? 125, erster Preis, 1750. Wir fangen erstmal mit dem Kleinen hier nochmal an. In der Hoffnung, dass der Gegner nicht so stark ist. Match beginnen. Oh, wieder ein 40er. Beweglichkeit. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, trotzdem mit ein bisschen Geduld, dem, was wir jetzt gelernt haben, irgendwie mehr ranzugreifen, bessere Punkte zu erzielen.
Fängt ja schon gut an. Kann auch sein, dass ich noch nicht so weit bin, gegen 40er Gegner anzutreten. Aber der muss ja auch erstmal Erfahrung sammeln, wie gesagt. Das ist ja... Mir wäre es sogar lieber, ich hätte hier irgendwie in irgendeiner Kreisklasse oder so angefangen. Amateurtennis. Mich dann hochgearbeitet. Ja, sehr gut. 15-15. 15-0. Also die haben auch ihre Schwächen. Und bei ihm ist das anscheinend so ein bisschen die Rückhand. Muss mal drauf achten. Ah, der war zu doll. Den Schlag hätte ich mir auch besser vorgestellt. Jo, der war gar nicht schlecht. Und jetzt... Ah! Das bringt echt nicht so den... Gott... Sprachenlernen-Bubble hier. Das bringt echt nichts, den Knopf zu lange zu drücken. Weil er dann, sag ich mal, so viel Kraft hat, dass er dann immer ins Aus haut. Ah. So ein Loser, ey. Das gibt's gar nicht. Der läuft da rechts rüber. Ich hätte ihn so geil ein übers Netz hauen können und ihn in die andere Richtung drängen können, aber... So, jetzt komm, zieh doch mal links rüber. Alter, so ein 31er, ey, das gibt's doch nicht. Lässt mich hier total im Stich, mein Spieler. Auch wieder zu... Ey... Love 40. Ich kann aber auch keinen Druck aufbauen, weil ich müsste mehr in die Ecken gehen. Vielleicht versuche ich es hier mal ein bisschen am Netz. Unglaublich. Unglaublich. Was für ein Mist. Nee, 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 nee. Den hätte ich mir auch sparen können. 15 love. Ist auch wieder zu doll, ne? Oder? Okay, da habe ich kaum Power hintergelegt. Und trotzdem irgendwie hat er den so hochgeschlagen. Und dann ist er zu weit geflogen und da war er mal aus. Man kennt ihn. 30 love. Alter Schwede, das ist ja... Also, ich muss mehr trainieren. Vielleicht brauche ich auch einen anderen Trainer. Ah, schade. Aber der war schön gedacht, wenn der angekommen wäre. Bisschen weiter nach links. Ist natürlich auch so... Der Spieler spielt anders als das, was ich vorher im Turniermodus gespielt habe. Auch ganz klar. Jetzt zieh doch einfach mal rechts rüber, so ganz lockeren. Mal so links. Ich meine, er macht das richtig, er lässt mich hier die ganze Zeit laufen. Sehr nice, sehr, sehr nice. Respekt vom Gegner. So hätte ich den auch machen müssen. Unglaublich. So, was haben wir denn insgesamt? 750, okay, dann gucken wir mal. Ruhepause, Erschöpfung, minus 15. Lege eine Pause ein, um dich zu erholen, wieder in Form zu kommen. So, Ruhepause. Ah, die Erschöpfung unten. Jetzt sind wir bei 3%, okay, machen wir noch eine Ruhepause. Sehr gut, so. Machen wir denn hier?
Trainer treffen. So, wir gehen nochmal ins Trainingsevent. Und schauen mal, was wir da machen können. Ich vermute mal, der wird immer... Ja, das sind nach und nach dieselben Etappen. Müssen das irgendwie immer wieder schaffen. Und erst wenn wir das hier geschafft haben, das Training, dann kommt das nächste. Die Abstände stimmen schon mal. Aber die Richtung passt nicht. Das war wieder zu weit. Das Gefühl dafür zu entwickeln... Ja, erst die Grünen wegmachen. Oh, nee, Lila geht auch. Okay. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, es geht nur um die Grünen. Ach. Das mit dem Steuerkreuz, das liegt mir auch noch nicht so. Der war zu extrem. Ah. Es kommen wenigstens mal 4 von 8. Ah. Mann, 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 ey. Zwei noch. Er muss einfach weiter rüber, ne? Ja. Also ist doch kein Wunder, dass ich gegen keinen gewinnen kann. Nochmal ins Training. Ich will wenigstens nochmal 4 oder 5 von 8 schaffen. Ja, sehr gut. Ja, aber nicht so nice. Ziehen wir den mal links rüber. Ah, wieder. Ja, das mit Schnitt, das haut noch nicht hin. Okay, der war zu früh. Hm, komisch. Der muss wahrscheinlich dann direkt die weiße Linie treffen. Ich hatte den grünen getroffen, ist aber auch nichts passiert. Ziele 1 von 8. Richtig erbärmlich. Das ist schon ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Also, das ist ja richtig schlecht. Zu früh. Auch zu weit. Nee. Ich glaube, wir mal spielen noch ein einziges Turnier und dann machen wir erstmal Pause. Schluss. Und dann sehen wir uns im nächsten Video weiter, weil wie gesagt, ich muss mir erstmal hier meinen Spieler richtig aufbauen. Das mache ich natürlich, wenn ihr da zuguckt und werde das nicht so machen, dass ich den jetzt hier auflevel groß und dann schaue ich, ja, und spiele dann auf einmal wie ein Großer. Das machen wir nicht. So, 300 Preisgeld, 125. Ah, komm, wir nehmen mal das hier. So, simulieren könnten wir das. Das wollen wir aber nicht. Wir spielen wieder live. Also spielen selber, steuern selber. Das finde ich besser. Weil ich will es ja auch erlernen. Es bringt ja nichts, wenn ich das jetzt simuliere, das Spiel. Und dann gehe ich in den Trainingsmodus und verkacke da auch wieder. Weil das wäre ja richtig doof. Ah, schade. Ja, das sind die Bälle, die kann ich, wenn ich die spiele, so schneide. Dann muss ich weiter nach links oder weiter nach rechts. Ah. Er hat irgendwie, der ist noch so grobmotorisch.
Fehlt so ein bisschen die Feinmotorik. Ja, komm, hier rechts rüber. Ach. Mann, Mann, Mann. Wie sage ich so schön, er ist noch nicht so weit. Ja, sehr gut. Auch mal nicht schlecht, den Gegner irgendwie ins Ausschlagen zu lassen, indem er ein Stück zurückgeht. War mehr Zufall, wenn mich nicht drauf verlassen. Ja, die Bälle öfter mal kommen. Bisschen mehr Power in die Ecke. Das wäre auf jeden Fall nice. Ah. Schöner Versuch, den Ball früh absenken zu lassen, kurz über Netz, aber keine Chance. Ja. Wenn die so perfekt in die Ecke gespielt kommen, da mache ich erstmal gar nichts. Das ist echt eine miese Nummer hier. Ah, schade. 40, love. Ich hoffe ja, dass die Stärke, die ich bekomme, nicht nur abhängig ist vom Training. Okay, da hat er versucht am Netz zu spielen, weil ich so weit hinten war. Selber lenkt, ist das gar nicht so förderlich, muss ich sagen. Das ist jetzt noch nicht am Anfang. Oh, der kam gut. Ja, hat am Anfang einen geilen Ball gespielt. Was soll ich da sagen? Also, momentan ist er der bessere Spieler. Ah! Leck mich an den Tisch. Love 30. Eieiei. Also ich merke halt, ich habe eine Menge zu lernen. Ganz ehrlich, es ist schon eine harte Nummer, was ich hier abliefern muss. Aber ich sage halt, ich bin noch nicht so weit. Ich muss das mal trainieren. Spieler muss auch besser werden, ganz klar. Also ich meine, er hat eine 20er Stärke. Wenn das bis 100 geht, dann kann man sich ja ausdenken, warum er wie schlecht er ist. Das Turnier war auch ein weiteres Turnier. Ein Schuss in den Ofen. So, mal gucken. Was kriege ich denn aber? Erhalten Erfahrungspunkte 100. Coach-Bonus 0. Gewinne 290 Ziele. Naja, Highlights lass mal lieber, weil die zählen ja nur für den Gegner. Also, das ist ja... So, gehen wir mal auf Weiter. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da. Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Kommentare, wie ihr das Game findet, würde ich sehr nice finden. Auch mal reinschreiben, wie ihr es gezockt habt oder ob es für euch schwer ist. Ja, vielleicht hat der ein oder andere auch nochmal ein paar Tipps, was man auch so machen könnte. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich würde sagen, bis dahin.